Der zweite. So, 60 Meter. Da, ach. Okay, ich glaube, da kann man irgendwie hochklettern. Das sieht gut aus. What's in here? Schön, für 400 Dinger? Das ist eigentlich nicht schlecht. So, das switch mal kurz. So, nehmen wir mit den Knüppel. So, okay, können wir jetzt hier, können wir uns fallen lassen? Könnten wir uns jetzt hier fallen lassen, ohne gravierenden Schaden? Ja, können wir. Wunderbar. Okay, dann laufen wir mal jetzt hier weiter, weil ich glaube, hier vorne können wir nämlich auch gleichzeitig beiseite. Verschwindet. Ich glaube, hier vorne können wir auch noch ein Poster festmachen. Okay, kommen wir jetzt. Sind das Feinde? Sind nicht, nee, sind keine Feinde. Das sind keine Feinde. So, komm ich jetzt hier nicht durch? Rast aus. Doch, rast. Oh, ja. Hallo. Reparieren, bitte. Reparieren, bitte. Kein Wunder, dass ich hier zu keinerlei Kohle komme. Sterben und reparieren. Eine ganz miese Kombi. Eine ganz, ganz miese Kombi. So, hier vorne kann ich den Poster hinhängen. Das werde ich mal schnell machen. Mal gerne, wa? Poster, mal schnell Poster da machen. So. Helfe ja sehr, sehr gerne. So. Das ist Chris Evans für Arme. Nein, kenne ihn natürlich nicht. Das ist bestimmt ein netter Typ irgendwie. So, wie seid ihr? Überlebender. Ein Ausweis. Ah. Nick. Grüß dich, Nick. Na, alles gut? Sag mal was. Name's Nick. Name's Nick. Bob was bitten. We did all we could to help him, but he started to turn and we had to abandon him. With his last human impulse, he blocked the door behind us. We have to get back inside. We can't stay out here in the street. It's certain death. Ja, das denke ich auch, ja. Neue Besen, Kerngut. Töte Nick. Ja, warte mal. Mach ihn gleich, mach ihn gleich. Ich will nur jetzt nicht, dass ich den Wegpunkt für den Lautsprecher verliere. Das wäre jetzt blöd. Ich komme gleich wieder. Bin gleich wieder da. Warte mal, wir schauen noch mal kurz, wo seid ihr genau? Okay, ihr seid quasi genau gegenüber von der Werkbank. Und der Ding ist doch da oben drauf. Der ist auf dem Haus. Ja. Komme ich denn von wo komme ich da hin? Ganz kurz hier ums Haus rum. Was ist denn happen to us? Also, ich weiß auch nicht. So, lass mich hier hoch. So, das wäre jetzt, glaube ich, der dritte, ne? Irgendwie, wahrscheinlich, wir müssen ja wieder vier finden. Okay, ist aber nicht hier oben, sondern ist unten. Nein, er ist drin. Er ist drinnen. Okay, ich muss rein. Oder? Ja, ja. Okay, ja, ich muss rein. Gut, dann verbinde ich das gleich mit Nicks Auftrag. Oh, warte mal, nee. Stopp mal. Stopp mal bitte. Weg damit. Weg damit. Frisch gekniet. Hier müssen wir hin. Hin für die Machete. Die Waffen werden wirklich zunehmend echt besser. So, und der letzte ist da vorne. Wie gesagt, ich komme gleich zu Nick wieder, aber ich habe halt tatsächlich echt Angst, den Wegpunkt zu verlieren. Ich kann mich daran erinnern, dass das schon mal irgendwie war. Oh, hier vorne. Hier vorne gleich. Beim Schläger links. Wo ist denn der? Da, oh, nein. 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 Sag mir doch bitte nicht, dass ich jetzt über diese Mauer... Ach. Oh. Okay. Gut, wir müssen über diesen Bauern balancieren. So, ich bin aber eher so ein Humpty-Dumpty-Typ. Das ist ein Fall. Jan. Siehst du, das meine ich, du kommst halt einfach auf diese kleinen Vorsprünge nicht rauf. Also nicht gut, nicht vernünftig. So. Kannst mich mal da unten.
all the survivors. Naja, du kannst probieren, wie du willst. So, geh jetzt erstmal zurück zu Nick. So, dann haben wir hier nämlich... Dankeschön. Dann haben wir hier vorne nämlich, wenn wir das zurückerobern, haben wir, glaube ich, auch nochmal einen neuen Wegpunkt, den wir nutzen können. Können wir uns auf jeden Fall ein bisschen Wegstrecke sparen. My friend Bob was bitten. Ja, ja. We did all we could to help. With his last human. Ich würde es durchziehen. Jetzt starten. All right. Schöne Goldkette hast du da. Die nehme ich dir mit. Like a brother to me. So if it's gonna get done. Okay. Let's get inside. Was? Wie? Oh, komm, achso, kommen wir von oben drin oder was? Eva, let's off. Ah, okay, komm von oben rein. Gut, jetzt muss ich scheinbar erstmal ein Heilmittel nehmen, ansonsten wird das nichts. So, und ich wäre auch jetzt, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt da unten durch. Und zwar mit Raserei, mit aktiver Raserei. Mal schauen, wie lange die nämlich hält. Fakt mitgenommen. Und ein Energy Drink. Also voraussetzt, wir brauchen das überhaupt. Let's take a look. Let's take a look. Okay, Alex, erstmal so ein bisschen. Der Markenchampagner. Schön. Sounds sind schon auch echt unangenehm, so ein bisschen. Ja. Fast schon ein bisschen deplatziert irgendwie, weil ich gar nicht weiß, was war das gerade? Was habe ich jetzt hier gerade gehört? Diese dicken. So, komm, den holen wir uns jetzt. Zack, niedergemacht, Herr Mann. Wir haben ihn einfach niedergemacht. Und der hatte strafende Brecheisen dabei. Oh, für 411. Das ist ja nicht schlecht. So, was tausche ich denn dagegen? Nehme ich mal diesen hässlichen minderwertigen Schraubenschlüssel und tausche ihn dagegen. So, haben wir das wunderbare Half-Life-Brecheisen. Okay, schön. Okay, hier ist der Wegpunkt. Wunderbar. Oh, warte mal, können wir noch was nehmen? Achso, nee, wir müssen die Stange wegmachen. Barrikade entfernen. In the military, they taught us how to kill. But no one ever told us what to do when your best friend is the enemy. That's true. That's the true, my friend. Again? Something's been bothering me. There used to be an army base here. This is where I was stationed. But ever since this insanity started, I haven't seen a bloody uniform anywhere. Yeah. I'm starting to wonder if the army has something to do with this. Wouldn't be the first time a bioweapon was accidentally unleashed. Okay, zeichne eine Übertragung für Nick auf. Absolutely. Absolutely. Right. Why wouldn't you be? Warum solltest du Take nicht? Take this recorder and record everything you hear. There are two transmitting stations on Bannoy. One's on the prison island, so you can bloody forget that one. But the other one is somewhere in the jungle. It's a long shot, but you might as well give it a try. Let me know what you find out. Wisst ihr, dann hast du jetzt hier noch so einen hirnenden Spinner irgendwie, forever, der right? jetzt irgendwie sein Aluhütchen ein bisschen zu eng gepresst hat irgendwie. Jetzt muss ich für den hier noch was aufnehmen, als wenn das jetzt irgendeine Relevanz für den hat. Any news? Hau ab. So, das hat doch jetzt keinerlei Mehrwert für dich, wenn du jetzt plötzlich wirst, oh, the military, it's the military. Was für ein Blödsinn. I need a runner. Lukas, a runner, ich bin kein Runner. Oh Mann, andere Gesicht, glaube ich. I need you to run to the nearest pharmacy and bring me this. I've written it down for you. Make sure this is what you're getting. Du willst doch bloß Meth in the pharmacy's refrigerator. Got it? Got it. Ich hoffe, die ist jetzt I'll nicht so see weit what weg. I can do. Gut. 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 Such die Medikamente. Okay. So, na dann lass uns mal raus. Warte mal, wir kommen. Hier ist der Ausgang, ne? Genau. Zack. Raus mit uns. Alter, echt? 250 Meter entfernt? Das ist ganz schön weit weg, deine kleine Apotheke hier, mein Freund. Suche noch Medikamente? Na, dann nehme ich doch hier lieber die Abkürzung.
Dann nehme ich doch die Abkürzung und sage... Oder? Wie mache ich's? Nee, ich mache es anders. Ich gehe jetzt erst bei Garrett vorbei. Und gebe erstmal den Auftrag ab. Das machen wir jetzt. So. Dann sind wir bei Garrett. So, mein Bester. Bitteschön. Wo willst du hin? Wo willst du hin? The people by the coast can now hear our broadcast. Dreh dich doch wenigstens um. I hope you still have it in you to help. Oh. Oh, gib mir die. Oh, die will ich. Oh, die ist mir schön. Die nehme ich. Na, aber hallo, Freunde. 873. Die ballert was weg. But we still schön. Need to activate the speakers in the town center. Noch mehr. For that? Ja, noch mehr. I'll try. I try. Thank you. Make it back in one piece, so I know the speakers have been activated. Ach, als wenn dir das ist dir nur Latte, ob wir hier ein Stück zurückkommen. I'm sure the people in the town center are panicking and need to know where to go. So, okay. Ene mene mu. Zack, andere Waffe und ich würde jetzt zurück zum Lagerhaus. Und da nehme ich gleich... Mal kurz gucken. Nach den Medikamenten suchen. Ich muss ja eigentlich zum Lagerhaus zurück. Okay. Ich muss bloß die Medis finden. Hau ab. So, sowas willst du natürlich ja nicht so plötzlich so um die Ecke finden. Scheiße. Oha. So, bisschen Heilung wäre super. Schnipp, schnipp. So, haben wir hier irgendwas? Heilung. Heilung wäre sensationell gut. Würde ich gut finden. Ah, hier. Und ein Coke. Wunderbar. Weiter geht's. So, Schnitzelparty? Nein, Alter, wieso? Achso, keine Ausdauer mehr. Hm. Ungut. Now they're really dead. Still. Again. Okay. So, hier schnell mal an die Mülltonne ran, ein bisschen abgelootet. Nö. Nee. Und dann ist hier vorne um die Ecke scheinbar die Apotheke. Und das Gute ist natürlich, wir können übers Lagerhaus zurück zu dem, ich weiß gar nicht, Haus am Meer oder was, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. So, rein damit. So. Was ist denn? Die Apotheke hat jetzt zu. Die Apotheke hat jetzt Ruhezeit. So, ist hier noch einer? Ja. So, tschüss, Gossen, mein Freund. Du bleibst liegen. Mittagsruhe. Nicht. Hm, das ist ja schön. Na, das freut mich aber sehr. Willst du mich verarschen? Ich sollte doch jetzt hierher kommen. Ich sollte doch hierher kommen. Was? Hier ist nichts. Warum? Was? Ich meine, wieso? Was? Moment. Okay, die Medis werden mir angezeigt. Okay, habe ich sie einfach nur jetzt übersehen oder wo? Okay, sie müssten... Liegen die irgendwie vor mir? Scheint so. Aber ich kann sie nicht sehen. Was ist denn das für ein Quatsch? Okay, ich gehe nochmal kurz rein und raus. Irgendwie, wer weiß. Vielleicht ist da irgendwo. Hat er sich verschluckt oder so. Wer weiß. Who knows? I send you to hell. Oh, Selbstmörderfleisch. Sehr schön. Das ist selten. So, gucken wir mal. Nee. Nee. Ist das vielleicht hier irgendwie runtergerutscht oder irgendwas?
Es wird nur eher hier auf der Seite angezeigt. Aber hier ist nichts. Ist nichts. Okay, bringt mir einen Scheiß. Was soll der Murks? Das ist nicht fair. Okay, gut, dann gehen wir mal hier hin. Hier ist ein Lautsprecher, den wollen wir mal jetzt mal aktivieren. Dann machen wir es halt anders. Schauen wir hier nachher nochmal vorbei. Wer weiß. So, okay. Also ich bin irgendwo jetzt hier in der Nähe. Mal schauen, ob wir das jetzt hier finden. Was haben wir hier? Ein Ziegelstein. Da, bitte. Und hier. It's yours. Ach, okay. Okay, es wird wieder eine Hüpfaktion. Okay, aber was bringt mir das jetzt hier? So, lass mich mal kurz von hier schauen. So, kommen die hier hoch? Nein, kommen sie nicht, Gott sei Dank. Das bringt aber nichts, ne? Jetzt bin ich hier. Kann ich da hoch? Ich denke nicht. Okay, ich sollte mal versuchen, hier weiterzukommen. Es ist auch nicht direkt hier. Naja. Die immer so ausrasten müssen. So, hier noch eine Leiter. Oh, ja. Lasst mich in Ruhe. It's not. Ich hab nichts gesehen. Ah, cool. Alles klar. Suche den zweiten. Oh, was? 122 Meter? 122 ist ziemlich weit weg. Ist jetzt gut. Was machst du? Machst du hier ein Schläfchen? No one gets through. We give you nothing. No food thing. Get the fuck out of here. Ui, okay, alle klar. Ich höre schon wieder andere Gegner. Wunderbar, das ist ja nicht so schön. Stahlrute. So, nehmen wir alle mit. Mal gucken, wo die Lümmelköppe sind. Kleine Lauser. So. Okay, ist schon mal eine Leiter, das ist schon mal gut. Jetzt hier noch mehr. Ey, ohne anfassen. So, die Frage, sind sie auf dem Dach? Nee, okay, die Feinde scheinen nicht auf dem Dach zu sein, ist schon ganz gut. So, ne, das ist Mist. Oh, eine Aufzeichnung, Sir. Schön. Nimm ich mit. Nein, die ist es aber nicht. Oh nein! Die ist es noch nicht. Aber gut zu wissen. It's got to be some kind of an illness, but I'm not a doctor. I don't know what kind. But what I do know is that people appear. Well, they appear to die, and then they get up. They rise up, and their minds are gone. They attack those who, I presume, aren't infected yet. And I know this is going to sound really crazy, but they eat. Human flesh. Hallo, was ist denn das Schönes? Violett sieht gut aus. Violett sieht ja sehr gut aus. So, mittelmäßige Pistole. Die hätte ich so ausgerüstet, war, oder? Nee. Stopp. So, dann holen wir mal den brutalen Stock weg. Und nehmen uns das Ding. So, wir kommen jetzt hier wieder rüber. Muss ich jetzt hier echt runterspringen und mal laufen? Oh.
They're getting in. Shit. Ja, das lief nicht so gut. Das lief nicht so gut für die Jungs. So, okay, alles klar. Hier komme ich wahrscheinlich ein bisschen ohne. Oh, schnell, 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 schnell. Da komme ich wahrscheinlich mit ein bisschen weniger Schaden runter. Aber die Zombies stecken jetzt ein. Die stecken jetzt richtig langsam ein, ey. Okay, überall erstmal mit gefressen. Das ist also großartig. So ein verfressener Penner. So, okay, und hier ist jetzt quasi der Lautsprecher Nummer 3. Okay, kehre zu Garrett Grant zurück. Schön, wir haben jetzt also die... Und es ist der dritte Kopf des Cerberus gewesen, es dürften jetzt also eigentlich alle gewesen sein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, wir kehren zu Grant zurück und hoffentlich können wir auch gleichzeitig nochmal bei der Apotheke rein, die sich jetzt hoffentlich refreshed hat. Wir schauen. Aha. Da sind die Medikamente jetzt also da. Wunderbar. Schön, wir haben sie. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hervorragend. So, dann auf, weiter zu Garrett. So, Garrett. Der dritte Kopf des Cerberus. We did it. The broadcast ja, was we, heard all we over did the it. Town. Now anyone still alive will know where to find Sanctuary. Head back to Mother Helen. She'll be needing you at the church. May the Lord protect you. Ja, may. I hope so. So, was gibst du mir noch was Schönes oder was? Wo willst du denn? Bauplan Piranha. Bauplan Piranha klingt gut. Okay, gut. Wir werden jetzt zum Lagerhaus gehen. Irgendwie, den können wir nämlich zurück zum zu diesem anderen Haus springen und können Lukas nämlich gleich das Medikament geben. Also ihr seht, ich versuche jetzt gerade wirklich irgendwie die Aufgaben so effizient wie möglich irgendwie aneinander abzuarbeiten und abzugeben. Weil ihr habt ja wahrscheinlich jetzt auch nicht Bock, dass jetzt hier irgendwie die Stadt, keine Ahnung, 80 Kapitel und Folgen damit bekommt. Das ist ja albern. Das ist ja auch nicht sein. So viele Thumbnails kriegt mir eine aus den Fingern saugen. So, wir sind am Lagerhaus. Oh, schön, schön, schön. Immer ein bisschen Loot hier zu liegen, das ist super. Das ist super. So, Freunde. Na, wie sieht's aus hier bei euch? Let us put these poor souls out of their misery. Out of their misery. Das ist ja großartig, der Typ. Das ist einfach großartig. I ain't getting any younger. So, okay, gut, wir können erstmal, oder ich muss definitiv erstmal schnell wieder reparieren. 1300, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, dafür kann ich jetzt aber auch, glaube ich, diese eine Machete hier benutzen. Die Bolo, wartet mal. Jawohl, schönes Ding. So, reparieren wir auch gleich mal, zack. So, dann kann ich nämlich mal, würde ich jetzt mal schnell ausrüsten. So, schwiebiwiwi, schabum, ausrüsten. Machen wir es hier an. Wunderbar. Alter, sieht die übel aus, Mann. Sieht die übel aus. Zwei so eine Dinger aneinander geschraubt. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. So, okay, wir springen rüber zum Stadtplatz. Genau, das verlassene Haus ist es. Let's not take forever, right? So, okay, alles klar. Und wir gehen zu George. Hallo, George. Nee, Lukas. Ja, George Lukas. Hallo. Good, excellent. Now let me get back to work. Ja, Entschuldigung, bitte. Will dich nicht stören, mein Freund. Will dich hier nicht stören. So, was hast du hier? Ach, der ist ja ein Rocketschläger. Kannst du mal halten, Alter. Findest du? Anything will help. Alkohol. Lieber Alkohol. So, Medikit ist auch gut. Any news? Ich hab ja noch keine News. Du musst mir auch nicht auf den Pin sehen, Alter. Ich bin noch nie im Dschungel gewesen. Was? Quatsch, ich bin noch nie voll geredet mal hier. Du
Oh, ein Ausweis. Schön. Schön. Hear anything interesting? So, Überlebender. Na, hier hinten haben wir noch eine Mülltonne. Gucken wir noch mal kurz rein. Und, ah, Wasser an. Müssen wir anmachen. Müssen wir anmachen. Es muss laufen. So, okay, gut. Alles klar. Schabum, schabum, schabum. Oh, nicht verfügbar. Okay. Auf geht's. So, ich sehe gerade, hier kann man noch ein Poster um die Ecke hinhängen. Das machen wir. Das machen wir. Wer lacht denn hier? Wer lacht denn hier so? So schelmisch. Ja. Lass mich doch, ich will doch hier einfach bloß in Ruhe mein Poster hinhängen. Muss doch nicht hier immer gleich jeder Stänker kommen. Versteht ihr sowas nicht? Hier. Die already! Ho, 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 ho. Das ist schon gut. Oh, macht er nicht? Was los? Ich höre überall Feinde um mich herum. Aber ich muss dann auch natürlich die Chris Evans ihr Denkposter hinhängen. So, okay. Was zeigt er mir jetzt an hier gerade für ein Ziel? Der Elektronikladen. Der Elektronikladen. Oha, der Elektronikladen ist aber... Der ist aber astrein weg. Okay, gut, hier drüben habe ich noch ein Poster. Das würde ich tatsächlich erstmal versuchen anzugehen, weil ich glaube, das ist sehr nah. Naja, 80 Meter, wie man es nimmt. Aua, was war das jetzt? Feuer? Hallo? Gewöhnlicher Stock. Das Schlimme ist, du verdienst ja tatsächlich auch kein Geld, wenn du jetzt hier die letzte Zeit mal so ein klippliche Zeug suchst irgendwie. Ich meine, machen wir uns nicht vor, irgendwie jetzt da 200 Dinger. Ja? Ihr habt ja gesehen, wie viel. Oh, ab. Wie viele Sachen ich sammeln kann. Das ist nicht viel. Kann ich hier nicht rennen? Sieht so aus. Nö, kann ich nicht. So, haben wir hier noch irgendwo ein Poster? Ich würde ja noch ein Poster irgendwo rankleben wollen. Hätte ich ja nur Lust zu. Okay, der Elektronikladen. Ja, wäre hier vorne. Und da ist noch ein Poster. Gut, also wir müssen irgendwie nach oben. Wir müssen irgendwie nach oben. Das ist ein kleiner Weg für mich irgendwie. Naja, ein kleiner geht. Ja, also, let's ride. So, okay, wir sind beim Elektronikladen angekommen. Ah, hier waren wir auch schon mal. Bruch. Ja, ist mir auch wichtig irgendwie, dass... Ich dem Zombie den Schlüsselbein breche irgendwie, weil das bringt so viel. So, und hinein mit uns. Nein, und hinein mit uns. Nein, und ist scheißegal. Ja, macht es trotzdem beim dritten Mal. Hallo, bist du der Inhaber? Freut mich. Freut mich. Danke, ich will aber auch ein bisschen mitnehmen hier irgendwie. Du brauchst das doch alle gar nicht mehr. Das ist doch Quatsch. Komm, gib da her. Alkohol und, oh, Schwermetallmod. Heavy Metal. Schön. Das finde ich ja, das klingt... Sehr gut. So, dann lass mal gucken. Deine Komponenten, elektronisches Teil, haben wir hier. Und ja, hier ist noch der Draht. Sehr schön. Okay, und wir haben auch die elektronischen Komponenten. Sehr cool. Können wir hier noch was nehmen? Aufzeichnung. I'm so sorry, Garrett. I am really so sorry. I know I have always been there for you and Jakey. I know I haven't been the best husband or father. I know you told me I'm always on the road, always working on the next story. Ja, jetzt kommt das große Bedauern, ne, am Ende. You're right. But I'm recording this for you and I'm hoping someone will find it because Demon! I'm hiding in the back. Und ran das Poster. Das müsste, glaube ich, auch das fünfte jetzt gewesen sein, ne? Genau, kehre zu Howard zurück. Wie schön. Das haben wir. Jacob, I'm sorry, I won't.